Ich glaube, dass die freiheitliche Grundordnung, die Demokratie, also das, was wir an Restdemokratie haben, dass das ziemlich in Gefahr ist und dass, wenn man die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, dass man am Ende beides verlieren wird. Der Verfassungsschutz soll ja die Verfassung schützen. Da müsste eigentlich Angela Merkel und die Regierung beobachten, weil die ja einfach mit der Verfassung machen, was sie wollen, die Grundrechte kassieren, überall in das Seuchenschutzgesetz packen und am Tag des Grundgesetzes sämtliche Bundesgebäude hermetisch absperren für jede Art von Fußgänger. Die sollte man eigentlich beobachten. Normal. Aber wir leben in so absurden Zeiten, dass man nur sagen kann, da herrscht ja inzwischen im Kanzleramt eine Verbohrtheit, die kennt ja den Ehrbürger wahrscheinlich von Margot Honecker. Da kann man nichts mehr machen. Es ist erstaunlich, wie viele Leute mit wie wenig Bildung glücklich sind. Und das ist die Wahrheit. Meine Erkenntnis, die ich aber schon vor 20 Jahren gewonnen habe und die bestätige ich immer wieder, du kannst jemanden von außen nicht auf ein Label heben, was er von innen nicht schon hat. Aber unsere Bevölkerung, unsere Deutschen, ich habe ja noch andere Roots, ist inzwischen so indoktriniert, dass sie sich sogar Demonstrationen genehmigen lassen will. Und wenn sie nicht genehmigt werden, treten nicht auf. Ab wann sagst du, hier geht was schief? Und das ist ja schon lange so. Aber wenn du das nicht mehr wagst zu sagen, dann lebst du bereits und dich umguckst, dann lebst du bereits in einem Staat, wo du hinter vorgehaltener Hand reden musst. Und das ist dann schon keine Demokratie mehr. Ich bin kein Mitläufer und ich kann nur sagen, wenn Menschen wollen, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, auch zukünftig, dann reicht es nicht, dass man mir oder dir die Daumen drückt. Da muss man auch selber was für tun. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV. Auf diesen Tag warte ich circa 10 Jahre, dass es endlich mal so weit ist. Eine Persönlichkeit, die ich sehr schätze und seit langem verfolge, die weit vor mir am Markt war, hier zu haben, freue mich ganz besonders kennen. Jepsen, dass du Zeit hattest, vorbeizukommen. Heiko, es ist auch mir eine Ehre. Wir haben uns ja schon mal getroffen. Dass es bisher nicht geklappt hat, das lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte, sondern ich hatte einfach so wenig Zeit. Du kennst es, der Terminkalender ist so voll, aber jetzt ist es so und deswegen... Es soll so sein, die Dinge kommen zu einem und jetzt habe ich überlegt, ich habe ja auch ein Team um mich herum, die haben mir gesagt, Heiko, bereite dich vor. Guck mal, was Ken Jepsen alles so gemacht hat. Habe ich Wikipedia ausgedruckt und da habe ich festgestellt, was machst du jetzt? Entweder tapezierst du dein Haus mit den vielen Seiten, die du drin hast und ich habe mich dafür entschieden, dich kennenzulernen, so wie du bist als Mensch. Da müsstest du den Verfassungsschutz anrufen. Scherz am Rande. Ich schätze das sehr. Eigentlich ist das der klassische Journalismus, dass man die Person, die man kennenlernen möchte, dass man zwar recherchiert, aber dass man sie einlädt. Günter Gauss. Genau. Jetzt sind natürlich so viele Leute, die haben dich immer als Vorreiter gesehen. Das weißt du selber, 2014 warst du derjenige im Montagsmahnwachen, der auf der Bühne stand, viele Leute motiviert hat. Und dann hast du mal kurz einen Auftritt, glaube ich, gehabt bei der Querdenken in Stuttgart. Jahre später, weil letztes Jahr 2020, da wurde ein Feuerwerkskörper auf dich geschmissen. Und danach, und jetzt wird spannend, bist du abgetaucht. Dann haben alle gesagt, was ist mit dem los? Eigentlich fehlt uns ja auf den großen Bühnen. Was passiert? Also erstmal, dass ich seit 2014 politisch präsenter bin, als ich das vorher ja auch schon war. Das hat sich ergeben, das war nie mein Plan. Ich war aber vorher auch schon präsent, weil ich komme ja aus der Kulturbranche. Ich habe ja beim Radio angefangen in der Musikredaktion. Ich habe viel auf Bühnen gestanden, weil ich Bands veranstaltet habe, Konzerte veranstaltet habe. Ich habe auch das ein oder andere Festival mitgegründet. Ich habe immer schon auf Bühnen gestanden, aber habe dort Dinge präsentiert, die schön sind. Tolle Musik, tolle Künstler, so etwas. Und von daher blieb ich auch unbehelligt. Ich habe dann aber, als es um Politik ging, einfach naiv gedacht, na, kann ich mich auch auf die Bühne stellen, kann auch was dazu sagen. Und bekam dann relativ schnell auch das Signal, nee, das geht in diesem Bereich nicht. Das wollte ich nicht einsehen. War das damals noch beim RBB oder vorher noch? Das war schon beim RBB, als ich angefangen habe, in meiner Sendung KenFM, das war ja die ursprüngliche Radiosendung 2001, auch Sendungen zu machen, die nicht live waren. Die meisten waren ja live, weil Bands live gespielt haben. Man konnte das live besuchen, sondern ich habe auch Sendungen gemacht, die man aufzeichnen musste. Zum Beispiel, ich war im Wörgl, um das Wunder von Wörgl zu beleuchten. Und ich habe Sendungen gemacht über NATO-Geheimarmeen, habe ich Daniele Ganser besucht. Ich habe Sendungen gemacht über die Folgen von Depleted Uranium. Da habe ich verschiedene Opfer von Depleted Uranium besucht. Solche Dinge waren 4-Stunden-Reportagen mit entsprechender Musik. Und da leuchteten damals mit dem damaligen Haussender ein bisschen die Alarmleuchten nach dem Motto, oh, das ist jetzt aber geopolitisch. Und dann kamen die plötzlich Anrufe von draußen. Also wenn ich eine Punkband gespielt habe, auftreten lassen oder jemand hat 2 Stunden Rachmaninoff, da war alles in Ordnung. Aber muss das sein? Ja, finde ich super. Aber in dem Moment, wo es wirklich geopolitisch wurde und man über die Themen spricht,
die lieber kontrolliert gesendet werden sollen, also mit einem klassischen Narrativ, und wir da auch Fragezeichen gesendet haben nach dem Motto, das kann man auch anders sehen oder ist das so in Ordnung, da bekam der Sender dann Druck und es endete eben damit, dass man gesagt hat, wir können mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten, weil ich habe mich an die Leitplanken nicht gehalten. Und diese Leitplanken sehen wir auch heute, wenn es um das Impfnarrativ geht. Es gibt einfach ein Narrativ, das nicht hinterfragt werden darf, und dieses Tabu, dieser rosa Elefant, der steht im Raum und jeder, der Karriere machen möchte, spürt das auch und fragt drumherum oder lässt das. Das konnte ich nie, das wollte ich nie und ich dachte, das muss in der BRD gehen. Ich war da vielleicht naiv, bis ich festgestellt habe, wenn es ans Eingemachte geht, wird man dich genauso behelligen wie in Nordkorea. Jetzt wird es aber spannend, wenn ich kurz einwerfen darf. Wir haben uns kennengelernt 2014 bei den Montagsmannwachen, wo du fast wöchentlich gesprochen hast. Und zu dem Zeitpunkt war ja der Grund die Ukraine-Krise. Kannst du dich noch erinnern? Genau. So, und man hat mehr oder weniger dich schon immer angegriffen, aber du hast natürlich Sachen gemacht mit namhaften Leuten. Ritter Süßmuth war bei dir, ich glaube, Wovereit war auch bei dir. Ja. Oh Gott und die Welt. So, jetzt frage ich mich, was ist denn jetzt anders im Jahre 2021, dass der Verfassungsschutz sagt, oh, geht ja gar nicht, der Mann ist ein Verdachtsfall. Also du hast ja eigentlich schon jahrelang kritische Themen betrachtet. Ich glaube, das hat mit dem Informationsmonopol, was ja gefallen ist durch das Internet, damit hat es zu tun, immer mehr alternative Medien, also unabhängige Medien, nicht kontrollierte Medien, gewinnen an Boden. Wir sehen es ja, wenn man sich heute in der Tankstelle mal den Spiegel versucht zu kaufen, dann fragt man sich, ist das eine Beilage, so dünn ist das. Das geht ja vielen Gazetten so. Die Menschen sind ja nicht komplett bescheuert, die sagen, einen Blick mal, hier stimmt irgendetwas nicht, informieren sich woanders, außer bei der Süddeutschen Spiegel und Co. und sagen, so kann man es auch sehen und wandern dann eben ab. So kann man aber eine gelenkte Demokratie nicht lenken. Wir leben ja in einer gelenkten Demokratie, da muss das Meinungsmonopol beim Staat bleiben. Und je erfolgreicher diese neuen Medien sind, desto schwieriger wird es gegen die immer besser informierte oder auch anders informierte Bevölkerung Politik zu machen. Das hat der Staat verstanden, aber nicht nur bei uns, überall ist das so. Deswegen, wenn ein Land in einen Krieg verwickelt wird, das Erste, was der Westen getan hat, auch in Jugoslawien, sie haben die Medienhäuser bombardiert, damit sie nur aus einer Seite informiert werden, die Leute. Und das ist dasselbe. Das heißt, wenn wir, das, was man im Zweiten Weltkrieg hat, man heimlich Radio London gehört. Und heute reisen die Leute eben ins Internet aus und hören dann eben YouTube oder andere Kanäle. Und das heißt, dieser Einfluss wird so groß, dass der Staat immer mehr Probleme bekommt, weil die kritische Masse größer wird. Und wenn er daran kein Interesse daran hat, und daran hat er kein Interesse, weil er an der klassischen Demokratie, an der Diskussion im Grunde kein Interesse hat, sondern er möchte durchregieren, dann muss er diese störenden Quellen beseitigen. Und aber YouTube gab es damals schon, 2014. YouTube gab es damals schon, 2014. Natürlich, aber der Einfluss war nicht so groß. Genau. Und du meinst also, du hängst jetzt damit zusammen, weil man dich jetzt richtig im Fahnenkreuz hast? Nicht nur mich. Also es werden ja immer Exempel statuiert. Das war auch in der DDR so. Man macht ein Exempel, also bestrafe einen, erziehe Tausende. Das passiert. Mhm. Wenn man, sage ich mal, einen der großen Player abräumt, und wir sind ja auch ein Portal, was sehr vielen anderen, kleineren Portalen die Möglichkeit gibt, ihre Texte zu Podcasts zu verarbeiten und dadurch Reichweite zu generieren. Wenn man diese CPU, sage ich mal, ausschaltet, dann macht man sehr viel Platz. So, und das ist das, was man eigentlich will. Und da ist einem ja kein Strick schmutzig genug. Das ist aber nicht besonders originell. Das gab es auch schon in den Vereinigten Staaten. Wir nennen das McCarthy-Ära. Das hat es immer gegeben. Das gibt es halt auch bei uns. Man braucht nicht ins Ausland zu gucken, man braucht nicht nach Russland zu gucken, Nordkorea, Iran zu gucken oder in welches Land auch immer. Wenn ein Staat seine Interessen gefährdet sieht, dann greift er eben zu Mitteln, die er bei den anderen anprangert. Also ich kann ja heute auf die Straße gehen und mich für Lukaschenko einsetzen, also indem ich dagegen demonstriere, aber ich darf nichts machen für die amerikanischen Botschaft, die gesagt, was ist denn mit Julian Assange? Also das ist dasselbe. Dissidenten sind bei uns immer dann willkommen, wenn sie das aus dem Ausland kommen und das hier kritisieren. Die eigenen Dissidenten müssen auch immer ins Ausland abreisen. Das ist nichts Neues. Von daher ist das eben so, dass je erfolgreicher man ist, also je glaubwürdiger man ist, je größer die Reichweite ist, desto mehr gerät man ins Fadenkreuz derer, die gesagt haben, wer spuckt uns da eigentlich in die Suppe? Dass jetzt der Verfassungsschutz das macht, der Berliner Verfassungsschutz, muss man dazu sagen, das zeigt natürlich auch, dass dieser Verein auch relativ lächerlich ist, weil was wollen sie bei uns finden? Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, als der Verfassungsschutz uns angefangen hat zu beobachten, woran hat es gelegen? Hat es vielleicht an den Texten gelegen von Uwe Kranz, die wir regelmäßig veröffentlichen, weil Uwe Kranz ist der ehemalige Verfassungsschutzpräsident von Thüringen. Ist das vielleicht verdächtig gewesen? Oder aber war es vielleicht Walter von Rossum, ja, der ein Buch geschrieben hat, Meine Pandemie mit Dr. Drosten. Herr Walter von Rossum ist ein langjähriger Journalist beim WDR. Ja? Oder war es vielleicht das Interview mit Rita Süßmuth, was Sie jetzt gefunden haben? Oder ist es der Kontakt zu Willy Wimmer, der ein CDU-Parteibuch länger hat als Angela Merkel? Also was ist jetzt der Punkt? Ich frage mich, werden die jetzt auch wie Rita Süßmuth und Wimmer und Wovereit, werden jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet? Weil sie jetzt, man nennt sie ja Sippenhaft heutzutage, weil sie dich ja irgendwie Kontakt mit dir hatten. Sie haben mal die ganzen Grünen beobachtet, sie haben mal die Linken alle beobachtet, sie beobachten Teile der AfD.
ich frage mich dann immer nur, was macht der Verfassungsschutz eigentlich bei der NSU? Da haben wir gesehen, was er gemacht hat. Und die Akten sind ja jetzt für 30 Jahre weggeschlossen, statt für 120. Also der Verfassungsschutz soll ja die Verfassung schützen. Da müsste eigentlich Angela Merkel und die Regierung beobachten, weil die ja einfach mit der Verfassung machen, was sie wollen. Die Grundrechte kassieren, überall in das Seuchenschutzgesetz packen und am Tag des Grundgesetzes sämtliche Bundesgebäude hermetisch absperren für jede Art von Fußgänger. Die sollte man eigentlich beobachten. Normal. Aber wir leben in so absurden Zeiten, dass man nur sagen kann, da herrscht ja inzwischen im Kanzleramt eine Verbohrtheit, die kennt ja den Ehrbürger wahrscheinlich von Margot Honecker. Da kann man nichts mehr machen. Das System hat Riesenprobleme, sein Narrativ durchzusetzen. Man muss aber auch sagen, was ihr geleistet habt, ist ja wirklich unvorstellbar. Also ich habe immer mehr Leute erkannt, auch im Freundesbekanntenkreis, die letztes Jahr deine aus meiner Sicht bekanntesten Videos gesehen haben, das Joker-Video und das Video, wo du da gesessen hast mit diesem Gitter. Das war noch im März, April. Ja. Und ich sag mal so, wenn wir einen freien Journalismus hätten, haben mir mehrere Leute gesagt, dann müsstest du, Ken Jebsen, den Pulitzer-Preis bekommen für das Joker-Video. So eine Qualität hat das gehabt, über 2 Millionen Aufrufer. Ich habe so das Gefühl, du bist so groß geworden, dass immer mehr Menschen du damit erreicht hast, diese Covid-Sache. Und deswegen haben sie euch abgeschaltet. Oder ich weiß es nicht. Heiko, das ist schon richtig. Und ich möchte mal etwas zu Covid selber sagen und auch zu diesen beiden Formen. Ist das noch Journalismus? Also den Joker oder hinter dem Backgrill. Natürlich ist das kein klassischer Journalismus mehr. Das ist eine Form von Kunst, weil ich mir mit Journalismus nicht mehr zu helfen wusste. Also mit Argumenten kommt man ja bei Leuten, die unter Propaganda leiden, ja, oder denen das Gehirn gewaschen wurde, nicht mehr durch. Das hat man aber immer gemacht. Es waren Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest, die gezeigt haben, wie wir mit Andersdenkenden umgehen. Darum geht es in dem Film. Den wird am Ende das Gehirn operiert. Mhm. Ja? Und ich habe ja viele Leute interviewt. Ich habe ja mich mit Dr. Wodak mehrfach getroffen, ja. Ich habe mit Bhakti gesprochen. Also wir haben mit sehr vielen Medizinern gesprochen. Auch sehr viele Kollegen haben ja mit Medizinern gesprochen. Wir haben unterstützen ja auch den Corona-Untersuchungsausschuss. Trotzdem hat das nichts gebracht. Also mit den reinen Fakten kamen wir nicht mehr weiter. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin ja auch jemand, der eine Schauspielausbildung hinter mich gebracht hat. Ich glaube, ich muss jetzt mal umschwenken. Ich muss die Leute versuchen, emotional über Kunst zu erreichen. Das kann Kunst ja auch. Eine der bekanntesten und größten Künstler, die ich kenne, wirklich Jonathan Mese. Der auch gesagt hat, die wollen alle nur ich an die Macht bringen. Das stimmt schon. So, und das fand ich super. Ich bin auch ein großer Freund von Beuys. Wenn man so überlegt, was Beuys gemacht hat. Ja? Beuys, so. Ja. Beuys wurde übrigens später bei den Grünen auch nicht aufgestellt. Und deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann versuchen wie Rudi Dutschke mit den bekannten Folgen am Ende in den Kopf schießen. Und als er wieder Sprache gelernt hat, haben die Grünen ihn nicht aufgestellt. Oder man kann versuchen wie Beuys oder andere Künstler oder Banksy oder wen du auch immer nimmst. Und ich habe eben gesagt, okay, nachdem ich aus dem Kulturbereich komme, weiß ich, dass die Nationalhymne, wie sie Jimi Hendrix gespielt hat, also ziemlich schräg, die Botschaft ist angekommen. Und ich wollte einfach anders als wie noch mehr Text zu bringen, noch mehr Informationen zu bringen, weil wir haben da einen Overload. Ich habe gedacht, wenn ich die Leute catche bei den Emotionen, fangen sie vielleicht an, mir zuzuhören, was ich eigentlich möchte. Und was möchte ich eigentlich? Ich glaube, dass die freiheitliche Grundordnung, die Demokratie, also das, was wir an Restdemokratie haben, dass das ziemlich in Gefahr ist und dass, wenn man die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, dass man am Ende beides verlieren wird. Haben wir überhaupt noch eine Restdemokratie? Siehst du das? Restdemokratie ist das schon noch, ja. Okay. So. Also wenn ich jetzt meinetwegen über Rot fahre und dann kriege ich ein Ticket und wenn mir einer hinten drauf fährt, dann kann ich das noch vor dem Anwalt. Okay. So. Aber bei allen anderen Dingen, die relevant sind, wird es schwierig. Aber weil wir über Demokratie reden, natürlich ist das so, dass Deutschland die Demokratie aus den Vereinigten Staaten verortet bekommen hat, die nie wirklich verstanden hat. Das sehen wir jetzt. Jetzt müsste man eigentlich sagen, Entschuldigung, Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es immer gilt. Da muss man keine Bedingungen für erfüllen. Aber jetzt schreibt ja auch der Deutsche Ärztetag, dass die gesellschaftliche Teilhabe für Kinder nur noch dann gegeben ist, wenn die geimpft werden. Das sind Grundgesetz gegen Bedingungen. Das ist Verrat. Und wir haben ja nicht umsonst von den Gründervätern und Gründermüttern, waren ja 4 an der Zahl, den Artikel 20 reinbekommen, der das Recht auf Widerstand, und zwar dann, wenn die freiheitliche Grundordnung gefährdet ist. Da gibt es ja sogar eine Ewigkeitsklausel, dass niemand diese freiheitliche Grundordnung beseitigen darf. Und die Frage ist, das, was wir jetzt haben, ist das eine Beseitigung des Grundgesetzes und der Verfassung? Ja oder nein? Und das kann man sich nicht von der Regierung abstempeln lassen. Das ist eine Ermessensfrage, und zwar des einzigen Souveränen, und das ist die Bevölkerung. Aber unsere Bevölkerung, unsere Deutschen, ich habe ja noch andere Roots, ist inzwischen so indoktriniert, dass sie sich sogar Demonstrationen genehmigen lassen will. Und wenn sie nicht genehmigt werden, treten nicht auf. Und da sage ich immer, ich habe ja sehr viel mit den sogenannten gelernten DDR-Bürgern zu tun. Dass die heute im Westen angekommen sind, hat vor allem damit zu tun, dass die sich ihre Demonstrationen nicht haben von der SED genehmigen lassen. Und es ist absurd, die Vorstellung, wenn man gegen die Regierung demonstrieren will, dass das nur geht, wenn die Regierung das erlaubt. Das ist absurd. Und nochmal zurück zu 2014. Ich persönlich wollte nie auf eine Bühne.
Ich wollte nie vor eine Kamera, ich wollte nie vor ein Mikrofon. Das hat sich ergeben. Ich bin mal vor ein Mikrofon gekommen, weil ein Moderator ausgefallen ist. Und da hat der Chef gesagt, das war so lustig, das muss ich jetzt immer machen. So kam ich zum Volontariat. Ich habe hinter der Kamera gearbeitet bei der Deutschen Welle. Da bin ich einmal durchs Bild gelaufen und hatte gesagt, das ist lustig, da habe ich so eine Banane bekommen. Ich wollte das nie. Also ich habe mich nie nach vorne gedrängt. Und 2014 bekam ich sehr viele Einladungen, ich möge doch auf die Mahnwachen kommen, um darüber zu berichten. Mhm. Habe ich immer gesagt, ich habe keine Zeit, ich will nicht, ich weiß nicht und so. Da bin ich einmal hingegangen und hat mir einer ein Mikro gegeben, habe ich gesagt, kann ich auch was sagen. Das hat jemand mitgefilmt, hat das ins Netz gestellt und auf einmal ging das durch die Decke. Und da ist mir auch aufgefallen, ich habe ja die letzten 20 Jahre sehr viel geschrieben, bin ja auch so ein Wortsporttyp, aber ich habe nie so viele Leute erreicht, wie wenn ich jetzt so wie jetzt rede. Womit hat das zu tun? Vielleicht würdest du sagen, weil es vom Herzen kommt, weil es eben nicht so geschliffen ist, weil man merkt, es ist authentisch und so. Und wenn ich als Journalist jemand erreichen will, zumal in Dingen, die mir sehr wichtig sind, ist doch das, was wir wollen. Also live, das Live-Konzert ist immer geiler wie die Platte. Ja, also, wo warst du am 1.8. oder am 29.8.? Die Leute wollten nicht sehen. Ich war bewusst deswegen nicht da, weil das Dilemma ist immer, und das wirst du ja auch nachvollziehen, wenn man etwas macht und ist damit mehr oder weniger erfolgreich, weil sich das ergibt, dann wird aus einem, ob man möchte oder nicht, eine Art Vorbild, auch eine Art von Guru. Ich bin übrigens Lichtjahre davon entfernt, dass mir das zu Kopf steigt, aber wir sind inzwischen so erzogen, dass wir Leute dahingehend drillen, dass sie dann sagen, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, wäre ich auch gekommen. Ja. Du sollst kommen, wenn es nötig ist. Weil sonst ist es so, wenn ich nicht komme, kommst du nicht. Das ist das Dilemma. Das hat ja Ballweg verstanden. Ballweg ist auch durch uns inspiriert worden, hat einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach selber. Der hat nicht auf einen Auftrag von außen gewartet. Und auch er ist sehr, sehr erfolgreich. Auch Ballweg, Querdenker, wird er genauso beobachtet. Aber er hat von Anfang an gesagt, wir machen das dezentral. Ganz wichtig. Wenn Ballweg nicht mehr mitspielt oder keine Lust mehr hat oder krank geworden ist, gibt es die Querdenker ja trotzdem. Aber unser System hat es geschafft, dass das, was bis gestern noch ein positives Wort war, nämlich Querdenken, dass es plötzlich negativ ist. Stell dir mal vor, Freidenken. Warum ist Demokratie wahrscheinlich negativ? Ein Demokrat. Na, wie bei Orwell. Es wird alles umgedreht. Ist einfach nur so. Bei 84. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe in den letzten Wochen und Monaten ja schon und Jahren so viel auf Bühnen gestanden und ich werde oft einen kommen und reden. Das habe ich auch alles gemacht. Aber irgendwann müssen die mich einladen, verstehen, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht nur auf einen berufen, sondern wir uns selbstständig machen. Mhm. Und diese großen Demonstrationen gibt es ja auch ohne mich. Und das macht mir Hoffnung. Ja? Weil es wäre ja schlimm, wenn die bekanntesten Köpfe der unabhängigen Medien plötzlich morgen alle weggeschlossen werden würden. Was wäre dann los? Und wenn wir das nicht bekommen, dass die Leute sagen, einen Blick, einer für alle, alle für einen, dann haben wir nichts erreicht. Ich bin, was das angeht, ein bisschen schockiert, wie wenig Leute auf der Straße sind. Genau, das ist ein Punkt. Ja, aber es hat natürlich damit zu tun, dass Propaganda besonders bei denen wirkt, die gebildet sind und deswegen in der Gesellschaftspyramide weit oben stehen und etwas zu verlieren haben. Ich verstehe auch 33 besser. Man hat ja immer gesagt, das ist das Problem der Linken. Ja, man muss aufpassen mit Demokratie. Die einfache Bevölkerung wählt Adolf Hitler. Die einfache Bevölkerung ahmt vor allem die Elite nach, die Adolf Hitler wählt. Das habe ich jetzt verstanden. Mhm. Weil der einfache Mann, ja, der eben nicht irgendwie Oberstudienrat ist oder einen Topjob hat bei der Charité, der sagt, hier wird gelogen. Der Baggerfahrer kann sich das erlauben. Der einfach sagt, hey, hier wird einfach gelogen, hier wird manipuliert. Ja, so. Aber jemand, der davon lebt, dass der Staat ihm weitere Jobs gibt, der sagt das hinter vorgehaltener Hand. So. Und das ist das, was ich jetzt verstanden habe. Ich habe ja auch mal gesagt, wenn die Menschen eine Woche lang zu Hause blieben, der Spuk im Ganzen, ich habe vergessen, er muss zu Hause bleiben und auch das Fernsehen ausschalten. Weil wenn ihm das Gehirn gewaschen wird und man ihm Angst einjagt, dann nützt auch Bildung nichts. Und das ist etwas, was ich glaube für wesentlich halte. Die Menschen, die dieses Narrativ tatsächlich glauben, weil man sie eingeschüchtert hat, den kann man auch gar nicht böse sein. Weil jemand, der Angst hat, der ist bereit, auf vieles zu verzichten, weil er denkt, oh, mein Leben ist morgen zu Ende. Den erreichst du auch nicht mehr mit Fakten, nicht mehr mit Zahlen. Du kannst da nur mit gutem Beispiel vorangehen, was du gar nicht tun kannst. Das heißt, du kannst es tun, aber es bringt nichts. Es bringt nichts zu hausieren. Weil wenn du hausierst und die Leute daran ansprichst, werden sie geradezu aggressiv. Und damit habe ich aufgehört. Du kannst niemanden zum Glauben zwingen. Das ist klar. Ich habe mich überlegt vor diesem Interview heute, was dich überhaupt motiviert noch? Du hast so viel gemacht. Ich stand selber am 1.8. auf der Bühne, wie du weißt, einer der drei Redner. Da gab es eine gewisse Hoffnung am 29.8. auf. Wir haben gedacht, es passiert was. Alle haben sich teilen lassen, links gegen rechts, weil kennst du das Spiel ja oben unten. Es ist ein Scherbenhaufen übrig geblieben. Du hast diese Mega-Videos gemacht, über die sprachen wir gerade. Den Joker, ich habe mir das Video angeguckt. Mein bester Freund und Geschäftspartner René, der hat es beim Training sich reingezogen, mehrfach. Hat mir wie so ein Groupie von dir immer Szenen jetzt. Guck mal, es ist alles gesagt. Da haben wir gesagt, stimmt, er hat recht, es ist alles gesagt. Was motiviert dich überhaupt noch weiterzumachen, nachdem alles gesagt wurde? Ich habe mich von etwas verabschiedet, nämlich zu glauben, dass wenn alles gesagt ist und alles begriffen haben, dass die Menschen, die es verstanden haben, dadurch automatisch den Mut haben, selbst diesen Weg zu gehen. Vielleicht ist das auch vermessen zu glauben, dass das möglich ist.
ich kann nur sagen, ich versuche für mich mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich versuche für mich aufrecht zu sein und die, für die ich am direktesten verantwortlich bin, weil die haben das Recht, mir die Fragen zu stellen, sind meine Kinder. Die mir irgendwann die Frage stellen werden, sag mal, in dieser Corona-Zeit, als die Demokratie Pause hatte, ja, wo warst du da eigentlich? Und da will ich sagen, ich war präsent. Mhm. Und das ist das, was ich auch allen heute sage. Wir erinnern uns ja vielleicht an die Aussagen unserer Großeltern, dass das alles plötzlich so war, was hätte man machen sollen. Und wenn dann jemand beweisen konnte, dass er sich gewehrt hat, dass er bei der Resistance war, ist das nicht schlecht für die Zukunft. Deswegen sollte er es nicht tun, aber ich kann heute sagen, wenn später die Fragen kommen, wo warst du eigentlich als Rechtsanwalt, als Richter, als Publizist, als Bürger? Kannst du beweisen, dass du während der Corona-Zeit in der Öffentlichkeit gesagt hast, Entschuldigung, hier läuft etwas richtig schief, ja oder nein? Weil wenn man nämlich das macht, was viele auch gemacht haben während der Nazi-Zeit, sie sind 45 in den Widerstand gegangen, ja, dann ist das ein bisschen albern, okay? Und das ist der Punkt. Und meine Vorbilder sind nun mal Rudi Dutschke, Thomas Sankara, Muhammad Ali, A.B. Nathan, Rosa Parks, Leute, die während es gefährlich wurde, auf die Straße gegangen, sagen, Entschuldigung, und da geht es um Courage. Und ich kann einfach schlecht feige. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Und wenn das dann gefährlich wird, aber ich weiß, dass ich trotzdem richtig liege, weil was tue ich denn Verbotenes? Ich sage das, was ich denke und konfrontiere die Herrschenden mit ihren Widersprüchen. Mehr tue ich nicht. Aber was willst du jetzt den Leuten sagen? Also ich will den Leuten sagen, es fühlt sich übrigens sehr gut an, mutig zu sein. Man muss den Preis dafür bezahlen, dass ganz viele Leute Abstand von dir nehmen, aber nicht wegen dem, was du sagst, sondern wie sie dann angeguckt werden, dass sie den kennen. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Aber ich bin kein Mitläufer und ich kann nur sagen, wenn Menschen wollen, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, auch zukünftig, dann reicht es nicht, dass man mir oder dir die Daumen drückt. Da muss man auch selber was für tun. Und das ist eben mein Appell. Wenn man für seine eigene Freiheit nichts tut, sondern gelernt hat oder glaubt, dass das delegiert werden kann, dann wird man eben in einem solchen Staat groß und muss in dem eben leben. Ich tue das nicht. Ich habe das Land ja bereits verlassen, ich habe es auch im Kopf längst verlassen und ich werde nicht Dinge sagen, die ich nicht denke, nur damit ich mit Leuten befreundet sein kann, die ich nicht leiden kann. Das interessiert mich eigentlich nicht. Und meine Motivation ist, dass ich mich niemals verbiegen lassen werde. Ich werde niemals an den Lügen, nur um meine Ruhe zu haben. Da lasse ich mich lieber ausgrenzen. Aber Ken, ist es nicht traurig, du weißt aber, wie viele Leute jetzt im Ausland sind. Ich meine, Eva Herrmann, Olli Janisch und andere, die ich sehr schätze. Und immer mehr gehen jetzt ins Ausland. Haben wir jetzt schon Verhältnisse wie 33, wo die Juden auch natürlich haben wir nicht solche Verhältnisse, noch haben wir nicht. Aber das Klima ist inzwischen so, dass es schick geworden ist, Andersdenkende sich von denen zu distanzieren, auszugrenzen und Platz zu machen. Bedrohen teilweise? Ja, das ist finanziell so. Finanziell Platz zu machen? Ja, und ihnen finanziell Platz zu machen. Und dann, es tut auch allen furchtbar leid, aber wessen Freiheit ist hier denn letztendlich bedroht? Weil wer bleibt denn eigentlich hier? Und das ging aber eben auch einem Tucholsky so, das ging auch einem Thomas Mann so. Ja. Und wenn die Menschen so wenig für ihre eigene Freiheit tun, wenn sie immer noch so feige sind, dann sind wir natürlich beim Hauptthema. Warum? Ich glaube, weil sie sich nicht damit beschäftigen, dass sie irgendwann sterben werden. Und das ist ja, was wir gerade haben. Im Moment ist ja was im Raum. Wir können sterben. Und wenn wir jetzt nicht Covid stehen, wir können sterben. Ja, Covid gibt es. Covid ist aber bei weitem nicht so gefährlich, wie man tut, dass es gefährlich ist. Es ist vor allem eine richtig gute Einnahmequelle für die Pharmaindustrie, die für kein Produkt haftet. Alle Ärzte sind aus der Haftung rausgenommen. Rote Beipackzettel, Achtung, Thrombose, was ist da los? Jede Menge Tote durch Impfen, jede Menge verletzt, alles tabu. Und ich kann nur sagen, wenn man darüber nicht mehr offen sprechen darf, ja, und wenn Ärzte für Aufklärung, wenn man denen auch die Kanäle abstellt, die gesagt, Entschuldigung, das passt nicht mit meinem hippokratischen Eid zusammen, was ich hier verimpfen soll, wenn diese Menschen, die sich für die Demokratie, für die Freiheit einsetzen, wenn die an den Pranger geraten, dann tut es mir leid, aber ich mache das auch nicht mehr zu meinem persönlichen Problem. Jemand, der nicht befreit werden möchte, jemand, der von innen die Käfigtür zuhält, jemand, der nicht darüber reden möchte, dass er irgendwann sterben wird, weil er vielleicht die Frage sich stellt, lebe ich dann überhaupt? Was ist das mein Leben? Dem kann ich nicht helfen, weil im Grunde, und das ist ja die Chance der Corona-Krise, könnten wir uns ja unterhalten, um was geht es eigentlich im Leben? Lass uns darüber unterhalten. Genau. Und wenn man sich darauf konzentriert, kann man sagen, im Grunde genommen haben wir jetzt im Homeoffice die Zeit, uns mal über die Dinge zu unterhalten, für die bisher nie Zeit hat, um was es wirklich geht. Weil ich merke das zum Beispiel, wie wichtig das ist, in einer Stadt zu leben und sich mit Leuten zu treffen oder auch Leuten überhaupt zu begegnen, mit denen man nicht verabredet war. Diese Geselligkeit zum Beispiel. Klar. Das war ja früher Standard. Jetzt merkt man plötzlich, so den ganzen Tag immer nur im Homeoffice, das ist dann irgendwann langweilig. Man braucht auch andere Menschen. Und sich das einzugestehen, was auch das, was man bisher als Serviceleistung gar nicht wahrgenommen hat, sondern es war einfach da, zu sagen, da kann was kaputt gehen. So, und darüber zu reden. Oder was möchte ich eigentlich, wie wichtig ist Zeit? Wie tolerant bin ich eigentlich, wenn an meinem Tisch Leute sitzen, die eine andere Meinung haben, nur zu einem Thema?
Warum kann ich dann überhaupt nicht mehr mit ihnen reden? Das ist ja das, was Corona geschafft hat. Wir haben sicherlich unterschiedliche Meinungen zu Elektromobilität, zu Gendern, zu Motorradfahren und Lautstärken. Gibt es bestimmt große Unterschiede. Fleisch essen, ja, nein. Aber trotzdem konnten wir miteinander reden. Jetzt können wir gar nicht mehr miteinander reden, weil du hast eine andere Meinung zu Covid. Genau. Und das hat dieses System geschafft. Und das ist sehr gefährlich, weil eine Gesellschaft, die sich demokratisch nennt, die nicht mehr miteinander redet, die also keinen Dialog mehr hat, die keine Streitkultur mehr hat, sondern die sich nur noch gegenseitig ausgrenzt, die sich in Lager spalten lässt, die den Diskurs verweigert, die den Zweifel verweigert, ist einfach keine Demokratie mehr. Und das ist genau der Punkt. Das ist jetzt eben so, dauerhaft vorübergehend. Und ein Land mit diesem Grundgesetz, das sich das Grundgesetz einfach wegnehmen lässt, vorübergehend dauerhaft, und sagen lässt, das ist jetzt wegen Ausnahme so und wir haben eine marktkonforme Demokratie, dem kann ich da wenig helfen. Und was wir auch noch sehen müssen, ich glaube, die Deutschen haben etwas nicht verstanden. Und das ist für mich einfach Wahnsinn. Wer ist der Souverän? Der Souverän ist der, der den Ausnahmezustand bestimmt. Wenn die Regierungsklicke den Ausnahmezustand bestimmt, dann ist sie der Souverän. Und wenn die 99% sagen, was soll ich denn da machen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Der Souverän ist die Bevölkerung. Das sieht übrigens jede Bevölkerung so. Aber in Deutschland habe ich mir wirklich von Leuten mit Bildung sagen lassen, Gesetze hin und her, wissenschaftliche Wahrheit hin und her, es gibt doch Regeln. Und da kann ich immer nur sagen, und ich weiß, da werden mich viele für hassen, es gab auch in der DDR zu jedem Wahnsinn, vom Schießbefehl bis Stasi, gab es einen Stempel, es gab ein Formular. Es gab auch in der NS-Zeit bis zum letzten Zug nach Auschwitz, es gab einen Stempel. Alle haben gesagt, ich habe nur meine Pflicht gehabt. Von Eichmann bis alle haben nur ihren Job gemacht. Es gab zu allen Regeln Stempel, genau, alles war korrekt. So. Und das musste, ab wann sagst du, hier geht was schief? Und das ist ja schon lange so. Aber wenn du das nicht mehr wagst zu sagen, dann lebst du bereits, und dich umguckst, dann lebst du bereits in einem Staat, wo du hinter vorgehaltener Hand reden musst. Und das ist dann schon keine Demokratie mehr. Ich habe mir die Frage gestellt, du als, ich sag mal, Hauptprotagonist der freien Medien, warst du jemals eingeladen bei Maischberger oder Lanz? Nein. Warum warst du, Bhakti und Wodak eigentlich eingeladen? Es wurde immer über euch gesprochen, ganz kurz. Im letzten Jahr, als die Querdenkenbewegung angefangen hat, waren ja viele Berichte, Monitor und wie sie alle heißen, da warst du dabei, ich war teilweise auch dabei, Xavier Naidoo. Aber interessant fand ich, dass sie von dir immer nur Joker-Video genommen haben. Also, wenn ich nicht wüsste, wer Ken Jebsen ist, okay, und sehe das, was sie über dich zeigen, würde ich sagen, um Gottes Willen, ist das ein durchgedrehter Vollidiot. Verstehst du, so clever haben die dir gemacht, die wissen ja gar nicht, dass es bloß eine schauspielerische Rolle war. Mit allen Mitteln, und das spricht für dich, dass du was erreicht hast, aus meiner Sicht, mit diesen Videos, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal im Interview erwähnt. Ich hatte das Gefühl, das war eine ganz, ganz große Sache. Deswegen habe ich dich umsonst den Pulitzerpreis angesprochen. Und das, wenn man über dich jetzt redet und im Netz, wird immer wieder vom Mainstream diese Szenerie gezeigt. Weißt du, ich finde, das, was ich mache, das ist okay. Aber das ist jetzt, es gibt Dinge, die in der jetzigen Situation wichtiger gewesen wären. Und wo ich eben auch sage, ich bin ja jemand, der in ARD und ZDF gelernt hat. Das wird immer vergessen. Ich hatte eine Late Night beim ZDF. Ich bin mit Roger Wilsum zum ZDF gekommen. Das waren noch integre Journalisten, wo ich sage, wow, sowas fehlt ja heute. Heute haben wir so Precht. Wir haben heute so Fernsehphilosophen, wo ich denke, brutal, wie sie sich verändert haben. Also Macht verändert jeden, muss man wirklich sagen. Ich bin da sehr enttäuscht. Aber okay. Aber was ich eben wirklich auch anprangere und wo ich sage, das ist einfach sechs Sätzen. Die Öffentlich-Rechtlichen, die ja wirklich viel Geld von uns bekommen, Zwangsabgabe nenne ich das jetzt mal, haben eigentlich die Verpflichtung, bei einem so wichtigen Thema, was die gesamte Gesellschaft betrifft, die Zankhähne nicht mal an einen Tisch zu bringen. Das würde ich damit sagen. Absolut. Also ARD und ZDF schließen sich immer dann zusammen, wenn irgendwo ein Königspaar heiratet, das wird dann live übertragen. So, aber bei so einem wichtigen Thema, absolut, wo jeder betroffen ist, kann man es nicht schaffen. Wodak, Bhakti, Drosten und meinetwegen Streeck an einen Tisch, dann sollen die doch mal reden. Warum nicht? Weil man es nicht will, weil man es nicht darf. Und das ist Arbeitsverweigerung. Ganz einfach. Das ist einfach Arbeitsverweigerung. Das ist wie ein Feuerwehrmann, der im Einsatz einfach am Feuerding vorbeifährt, weil gesagt hat, das löschen wir nicht, das Haus. Und das ist genau das, was wir versucht haben zu tun. Ich meine, wir hätten auch in Positionen die üblichen Verdächtigen eingeladen, aber die konnten ja immer nicht, während ihren Terminkalender. Die anderen konnten immer, haben jetzt aber auch viel zu tun. Ich bin ja zu Bhakti, ich bin ja zu Woda gegangen. Ich hätte gerne auch Herrn Drosten interviewt, aber Herr Drosten wird sich mit mir wahrscheinlich nicht treffen. Ja? So, die Kritiker, die könnten sich ja mit den anderen Kritikern mal an den Tisch setzen, aber es ist ja ganz bewusst so, man lässt sie nicht zu Wort kommen, weil man darauf vertrauen kann, dass in der Zeit der Krise, der Angst, die Leute immer nur eben statt der aktuellen Kamera oder eben was man ganz früher hatte, ja, die Goebbels-Schnauze, einfach ARD und ZDF einschaltet und da kommen ja immer dieselben raus und das, was da nicht rauskommt, das gibt es einfach nicht. Und da sind wir aber bei der Deleganza. Jeder ist für die Medien, die er konsumiert, selber verantwortlich. So, man könnte längst ausweichen, aber das Oppositionellste, was wir heute in Deutschland haben, das, auch wenn man es gar nicht glauben kann, wer mal Widerspruch sät, ist ja ab und zu die Bild-Zeitung.
Die Bildzeitung sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Alle anderen, vor allem die sogenannten Linken und Liberalen, schlagen ja ins selbe Horn. Und da muss ich eben sagen, mit unserer Presselandschaft stimmt irgendetwas nicht, weil sie schreiben alle dasselbe. Alles dasselbe. Ja? Du denkst, und einer schreibt, alle schreiben ja, nach. Ja, das ist alles dasselbe. Und das ist ganz, mhm. Es ist auch schlecht. Und dann hat man es aber auch so gemacht, sehr geschickt, dass die Regierung ja eben die großen digitalen Player verdonnert hat, alles, was nicht ins Narrativ passt, zu löschen nach dem Motto, das sind medizinische Fehlinformationen. Das heißt, YouTube bestimmt, ob ein WODAG, ob das eine medizinische Fehlinformation ist und das, oder was ich hier, die Landesmedienanstalt für Kommunikation, ja, die dann, oder Berlin-Brandenburg, die dann eben sagt, wir haben Kommentare veröffentlicht, wir mögen dazu bitte Quellen liefern, und dann sagen wir, das ist ein Kommentar, eine medizinische Einschätzung von Dr. WODAG, und dann sagen die, das ist keine Quelle, sagt die Germanistin. Das heißt, sie fangen an. Um CanTube geht es genau, aber jetzt. Genau, und sagen dann noch, also canfm.de, und sagen dann auch noch, wenn wir die Quelle liefern, das ist keine, das ist Inquisition. Das heißt, man wirft der Hexe vor, dass sie eine Hexe ist, und wenn sie einen Beweis bringen soll, sagt man, egal welchen Beweis du bringst, der gilt nicht. Und das ist ein System in der Krise. Jetzt wird es aber brandgefährlich, finde ich, wenn man mal objektiv betrachtet. Du warst vorher auf YouTube, 500.000 Abonnenten gehabt. Da warst du im Wohnzimmer eines privaten Unternehmers, okay? Ja. Da kann ich verstehen, wenn ich sage, ich möchte dich aber nicht in meinem Wohnzimmer haben. Wenn du aber mit canfm.de dein eigenes Haus besitzt, mit deinem eigenen Wohnzimmer, und man kommt jetzt so zu dir, die Medienanstalt, ist es für mich so, als ob man bei dir die Tür eintritt, privat bei dir, und sagt, in deinem eigenen Wohnzimmer darf es aber nicht sein. So weit sind wir mittlerweile. So weit sind wir, ja. Was ist die Lösung? Ich kann nur immer wieder appellieren, dass Menschen, die das jetzt mitbekommen, sagen, was geht hier eigentlich vor, weil an uns wird ein Exempel statuiert und das gilt dann. Und es, wie gesagt, es gibt ja jetzt so neue lustige Wörter unter Rot-Grün. Da haben wir auf der einen Seite die sogenannte Verantwortungsimmobilie. Was heißt das? Ja, das könnte heißen, dass jemand sagt, du hast so eine Immobilie, du musst dafür Verantwortung. Ich bestimme jetzt, wie die aussieht. Leider müssen wir das hier wegnehmen, weil die, wie du die Verantwortung nutzt, das ist. Und es gibt das sogenannte Äußerungsdelikt. Erzähl mal was dazu, das ist interessant. Verantwortungsimmobilie habe ich vorher noch nicht gehört. Kommt, also, schreib doch mal bitte. Das ist spannend. Man muss Folgendes sich vorstellen. Es ist erschreckend, dass wir in diesem Land, wir sind eine Wirtschaftsnation, so wenig verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Das wird ja in unseren Schulen auch nicht gelehrt. Wir leben mit einer Regierung, die nicht nur medizinisch keine Ahnung hat und sich von irgendwelchen Pharmafirmen beraten lässt und bei den 180 Verträgen jegliche Transparenz fehlt. Wir haben ja auch eine Regierung, die hat Umsatz mit Gewinn verwechselt. Das darf man gar keinem erzählen. Bitte. Kann doch jedem mal passieren. Ja, genau. So ist das alles. Also, wenn die Menschen, die in unserer Politik das Sagen hätten, wenn die irgendwo in der deutschen Industrie arbeiten würden, dann hätte der nächste Porsche 911 kein Getriebe. Oder wenn wir für die Raumstation was bauen würden, dann würden wir glauben, das ist irgendwie ein Landstrich in Sudetendeutschland. Wenn ich weiß und kann, es ist verrückt. Es ist verrückt. Also wir haben es mit einer Expertise zu tun, die ist so unterirdisch. Da brauche ich gar nicht Frau Baerbock nehmen, da kann ich auch Herrn Kühnert oder wie der heißt, sehen. Alle. Oder Cem Özdemir, wo ich denke, ist das die Bildungsschicht? Anscheinend ja. Natürlich nicht. Das sind alles Leute, Young Leadership. Eigentlich sind die gehirnamputiert und die labern nur rum und haben keine Ahnung, können nicht mal frei sprechen. So. Und der Punkt ist, wer muss denn mit dieser Regierung leben? Das hat es ja schon mal gegeben, so ähnlich, obwohl ich es nicht vergleichen will. Ich habe neulich mal Egon Krenz getroffen, der ist dagegen ein wirklich sehr gebildeter Mann. Du weißt, bei der Immobilie bist du noch, du weichst gerade kurz ab. Genau. Die Leute wollen also, ja wissen, das würde bedeuten, also Wirtschaft funktioniert am Ende so, wenn man ein Land, wie wir das im Moment tun, so gegen die Wand fährt. Mhm. Also Schulden macht, okay. Irgendwo müssen die ja berappt werden. Mhm. Okay? Genau. Und da gibt es ja inzwischen jede Menge Gesetze, über die nicht groß gesprochen wird, die dann aber greifen, da wird der Ausnahmezustand erklärt und dann werden die Konten rasiert und dann haftet der Staat für 100.000 Euro, aber in Wahrheit nur noch für 8 Euro und wer Immobilien hat, das wird alles genommen, um die Schulden zu begleichen, für die großen Banken und so weiter. Wir müssen alle zusammenhalten. Also wie damals 48 mit der Zwangshypothek oder sowas. Ja, es wird einfach enteignet, es wird einfach anders heißen. Es ist eine Verantwortungsimmobilie. Wahnsinn. So, und das Äußerungsdelikt, was auch so kommt, ist, dass wenn ich etwas gesagt habe, dass es ein Delikt ist, das heißt, am besten sagt man gar nichts mehr. Also Menschen, die nichts mehr besitzen und die auch nichts mehr sagen, sind eigentlich die besten Bürger. Und das ist jetzt keine Theorie von Klaus Schwab? Das ist Klaus Schwab. Ja. Weil Klaus Schwab hat in seinem Buch The Great Reset ja Folgendes geschrieben. Und das hat er auch, will er ja so. Er hat gesagt, es wird bis Jahre 2030, und das ist ja nicht mehr so lange hin, sie werden nichts mehr besitzen. Und wir denken das durch. Wenn sie nichts mehr besitzen, weil sie werden alles leihen, ist die erste Frage, die sich ein Otto-Normalbürger stellen würde, wenn ich nichts mehr besitze und mir alles leihen muss oder darf, von wem? Also wer hat dann alles? Und was ist, wenn dem mir das nicht leiht? Weil ich irgendwie... Er muss es mir nicht leihen. Ich habe ja nichts. Er muss es mir nicht leihen. Es gibt da Bedingungen dran. Würde man das an Bedingungen knüpfen? Ich glaube schon. Das ist so wie mit gesellschaftlicher Teilhabe und Impfen. Also wer bestimmt dann die Bedingungen? Na, der es besitzt. Ich habe nichts, aber super. Es wird keine Privatsphäre mehr geben. Da denke ich aber doch spontan an das Leben der anderen.
Aber ganz spontan denke ich daran. Gab es das schon mal in Deutschland? Ja, das gab es schon. War das eine gute Idee? War gar keine gute Idee. Und sie werden glücklich sein. So wie bei Orwell. Hat er neues, sie werden glücklich sein. Ja, so. Sie werden so glücklich sein wie noch nie. Wahnsinn. Ja? Und so wie, bestimmt er das Glück? Das ist ja ein Albtraum. Das ist eine Dystopie und das ist bestimmt einer. Und im Grunde ist das, was der Mann macht und wenn man das dann umsetzt, dieser Wahnsinn, im Grunde dasselbe wie, da hat es schon mal einen gegeben, der hat meinen Kampf geschrieben und da hat man den umgesetzt. Der hat das sich ausgedacht, meinen Kampf, und da hat man das umgesetzt. Der wollte das so haben, wie er die Welt gestalten will und das war eine verrückte Idee, jetzt haben wir eine andere verrückte Idee. Das ist der Herr Schwab und das war der Herr Adolf Hitler. Man hätte das nicht machen müssen. Man kann auch sagen, ich möchte einfach Herr der Ringe umsetzen als Weltregierung. Könnte man machen. Oder irgendeinen anderen Film. Ja? Man könnte das Drehbuch von Gattaca komplett umsetzen. Warum fällt den Leuten das nicht auf, frage ich mich. Das ist ja, nein, es ist geschickt gemacht. Diejenigen, die uns heute das Gehirn verdrehen, man kann denen wirklich alles unterstellen, aber nicht, dass sie dumm sind. Sie haben, das hat Mausfeld ja schon gesagt, sie wissen so gut über unsere Psychologie und über unser Verhalten in der Masse Bescheid, das wenden sie einfach an. Und wenn man den Menschen, wenn man die Menschen in die Krise bringt und ihnen Angst einjagt, da sind wir wieder bei Campbell, das ist die Schockstrategie. In einer solchen Situation verzichtest du auf viele, weil es geht ums nackte Überleben. Es muss nicht ums nackte Überleben gehen, es muss in deinem Kopf ums nackte Überleben. Wenn du den Leuten suggerierst, ganz, ganz gefährlich, dann machen sie das. Dann kommen die Hamsterkäufe, obwohl es dazu eigentlich gar keinen Grund gibt. Dann kommt die Panik. Und wenn du Menschen in diesem Modus hältst, kannst du ihnen alle Rechte, die sie über Generationen mühsam erkämpft haben, die kannst du ihnen abnehmen und die kommen dann auch nicht mehr zurück. Und die Leute, wenn sie erstmal Angst haben, dann misstrauen sie jedem, der sagt, ihr werdet da reingelegt. Das ist ein menschliches Verhalten. Diese Art von Gehorsam hat aber auch dazu geführt, dass wir Zivilisation aufgebaut haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten würden, das bedeutet auch Gehorsam, könnten wir keine Fußballmannschaft sein. Das hat auch was mit Gehorsam und Disziplin zu tun. Wenn der jeder spielt, wie er will, dann könnte Bayern München nicht erfolgreich sein. Man kann das aber auch pervertieren. Und das wird passiert hier. Das heißt, der Mensch hat durchaus beide Seiten. Ja? Das wissen wir aus der Säuglingsforschung. Der Mensch ist auf der einen Seite gerecht, aber wenn er selbst im Spiel mit drin ist, ist er sich selbst über gerechter. Das wird alles angewendet und was wir im Moment sehen, ist das Milgram-Experiment, das ist das Stanford-Experiment und das ist das Ash-Experiment. Und das in Kombination, gut finanziert, gut erforscht durch Geheimdienste, es funktioniert. Und zwar ganz genauso wie, ich muss nicht jeden Hund in dieser Straße kennen, aber wenn ich eine Wurst habe und da kommt ein Hund vorbei, dann kann ich den zu mir locken. Und was wir im Moment erleben, ist einfach in Perfektion durch Massenmedien. Man kann Menschen erziehen, man kann sie drillen, man kann ihnen das Gehirn waschen, man kann sie regelrecht dressieren. Und das ist das, was ich die ganze Zeit sage, dass das Menschen ja schon seit Jahrtausenden mit Tieren tun. Sie haben Nutztiere, und die sie essen oder die irgendwas bewachen und Unterrassen, das kann man auch mit Menschen machen. Man kann auch Menschen züchten. Brauchen wir wirklich so viele intelligente Menschen? Natürlich. Oder reichen nicht Leute, die einfach bei Bosch das machen? Die sind dann auch glücklich, weil wenn Schwab sagt, wir werden alle glücklich sein, jemand, der einfachst gestrickt ist, der findet das alles super. Aber diese Menschen, die einfach zu intelligent sind für die Industrierevolution 4.0, die sind sich ja mit ihrer Intelligenz eigentlich nur im Weg, die sind ja unglücklich. Wenn wir die nicht mehr hätten, sondern noch einfach strikte Menschen, so wie bei, wie heißt der Film, Der Name der Rose, solche Leute, dann wären die alle happy. Dann wirfst du ein paar Brosamen hin, die sind dann Hartz IV, du nennst es nur Grundeinkommen, ich nenne es Grundeinkommen und alle sind total glücklich. Sklaven, die nur Sklavenhalter sein wollen und nie frei. Ähnlich wie bei Huxley, schöne neue Welt, das Roma, ist das. Die Droge, die rennen rum. Das ist das. Und wenn wir jetzt die Quartalsspritze bekommen, dass du dich einfach gut fühlst und das ist das neue Cool, dass man sich eine Spritze abholt, genau. Weil Bill Gates hat es ja gesagt, wir werden erst zur Normalität zurückkehren, wenn wir 7 Milliarden Menschen impfen, wenn das nicht Größenwahnsinn ist. So, und man muss sich mal vorstellen, dieselbe Aussage wäre von Adolf Hitler gekommen. Das ist ein Genexperiment und das finde ich ja so erschreckend, dass darüber gar nicht gesprochen wird. Bei mir war der Friedrich Krüger, hat einen überragenden Vortrag gehalten, wie du den gesehen hast. Wir sind ja sofort gesperrt worden, nach 10 Minuten haben wir jetzt 90.000 Aufrufe bei BitChute, das ist eine ganze Menge für BitChute, weißt du selber. Da wurde eindeutig erklärt. Und ich habe nie, wenn du mit Leuten redest, die wollen es ja nicht hören. Die wollen es gar nicht hören. Nein. Das ist eine Gen. Heiko, der Sache Punkt ist ja, die Frage ist ja, ich habe versucht, mich in diese Leute hineinzuversetzen. Und aus ihrer Sicht ist das schlüssig. Sie haben ein Menschenbild. Und ihr Menschenbild sieht so aus, der einfache Bürger, wie er ist, und das System, was wir im Moment haben, mit einer Überversorgung, was Energie angeht und damit auch Kunstdünger und Überbevölkerung und so weiter bei dem Lebensstandard, im Grunde brauchen wir diese vielen Menschen nicht mehr. So, sie werden aber zum Problem, wenn sie jetzt auch ganz Afrika Auto fahren möchte und alle Chinesen wollen Privatjet. So geht das natürlich nicht, vollkommen richtig. Was können wir denn machen? Wir können alle den Gürtel enger schnallen und sagen, wollen wir eigentlich im Einklang mit der Natur leben. Oder man kann sagen, wir, die Schönen und Reichen, wir wollen so weitermachen, aber der Rest darf nicht mitmachen. Wie werden wir die irgendwie los? Du kannst heute keine Atombomben mehr schmeißen, dafür gibt es zu viele. Biowaffen im großen Stil einsetzen, durch ist auch nicht. Aber wenn du das Problem über Dekaden, so denken die ja, Dekaden runterfährst an dem Motto, vielleicht sind wir ja in 30 Jahren nur noch 2 Milliarden eine, dann löst sich das alles vom selbst.
das, wenn ich mich, so rum müsste man es machen. Das kannst du natürlich nie offen kommunizieren, aber in 100 Jahren werden die, die noch übrig sind, uns dankbar sein. Weil sonst kippt der Planet so ja um. Gibt es denn überhaupt noch Licht am Ende des Tunnels, wenn ich fragen darf? Ich betrachte das Leben ja nicht als Tunnel. Von daher gibt es immer Licht. Okay. Und ich glaube eben auch, ja, dass für dich? Ja, weil etwas haben wir immer erlebt. Wann, wie kann es sein, dass Hochkulturen zusammenbrechen? Das dürfte ja eigentlich nicht sein. Also Hochkulturen sind ja so hoch entwickelt, da müssen sie ja stabil bleiben. Komischerweise brechen Hochkulturen immer in der Höhe zusammen. Warum? Absolut. Weil ganz oben Dekadenz eintritt. Weil das, was der Mensch eigentlich abschaffen will, ist ja den Fehler. Der Fehler, wie die Menschen in Silicon Valley, die Transhumanisten, der Fehler ist, dass ausgerechnet sie, die sich das alles ausdenken, dass sie auch sterben müssen. Der Mensch wollte immer fliegen. Das hat er geschafft. Der Mensch wollte den Tod überwinden. Und das größte, eine andere große Tabu ist, gibt es außer uns noch andere Lebewesen? Das ist das andere große Tabu. So, genau. Fliegen hat er, aber sterben ist immer noch, und wer möchte es rauszögern? Und es gibt ja inzwischen auch sehr viele militärische Forschung, ist ja alles militärisch motiviert, wo man Menschen, aber auch Affen dazu gebracht hat, indem man einfach mit Chips und dem Gehirn Verbindung geschaffen hat, wo die durch Gedanken Roboterarme steuern können. Mhm. Man muss sich deren Idee vorstellen. Es ist sehr, sehr schade, dass jemand wie Bill Gates in seinem Alter, wenn er irgendwann stirbt, tot ist und dann endet seine Macht, wie bei jedem Pyramidenbauer, der geht nach Hause. Wenn er das synthetisieren könnte und ewig leben könnte, dann könnte auch mal was anderes sein. Das wäre doch schön. Das ist aber nicht zu Ende gedacht. Mhm. Weil etwas können diese Technokraten, wollen sie nicht akzeptieren. Es hat ja einen Sinn, dass es den Tod gibt. Der Tod ist ja nichts Menschliches. Der Tod ist etwas, was dazugehört, denn nur mit dem Tod gibt es das Leben. Es gibt dahinter eine Philosophie. Übergang. Und diese Menschen glauben halt an nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Sie glauben, sie müssten den Tod überwinden, aber dann müssten sie die Natur überwinden. Aber sie selbst sehen sie die Natur. Und sie können diesen Fehler nicht ausmerzen. Weil das menschliche Leben gewinnt vor allem seinen Wert dadurch, dass es endlich ist. Das ist die Währung. Mach was mit deiner Zeit. Du erinnerst mich mal ein bisschen manchmal an Sokrates, muss ich dir sagen, den ich sehr schätze. Sokrates, bekannt, Philosoph aus Griechenland. Der musste ja den Giftbecher trinken letztendlich. Und warum? Weil er hat die Leute animiert, Fragen zu stellen. Genau. Er hat gesagt, stellt Fragen. Hat man damals gesagt, ist Gotteslästerung. Damals schon. Weißt du aber, Heiko, genau das ist schön, dass du das ansprichst. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Wir leben in einer Demokratie, wie sie in Griechenland vorherrschte. Da waren ja 10% durften ja wählen. Das war die besitzende Klasse. Heute haben wir noch letztendlich eine besitzende Klasse, die viel kleiner ist, die viel reicher ist als jeder Sonnengott, dagegen ein verarmter Typ, und die haben viel zu viel Macht, denn wir leben in einer marktgerechten Demokratie, wo es die großen Vermögensverwalter sind, die den Markt beherrschen, also Vanguard, State Street, BlackRock, so, das sind die. Das sind aber alles nur Taten, die machen, ohne Täter. Wir leben ja heute in gesichtslosen Bürokratien, das ist dann die NATO, das ist die EU, das ist Brüssel, das ist der Markt, wer ist das? So, das ist genau das, der Punkt, den wir haben. Und dann reden wir ständig davon, von christlich-jüdischen Werten. Reden wir die ganze Zeit. Mhm. Aber was dieses Land viel mehr geprägt hat, ist die griechische Denkschule. Und bei den griechischen Denkschulen war es eben nicht Sokrates oder jemand anders, sondern das war parallel. Die mochten sich ja alle nicht. Das, die haben sich gekloppt. Sie haben an die Reinkarnation geglaubt. Ja, aber sie haben sich gekloppt. Das war ein Kampf der philosophischer Ideen. Der Rhetorik. Die waren ja Rhetoriker, gute Leute. Genau. Die haben die Sufisten, ja, die für sie reden könnten. So. Das war das. Die haben natürlich auch an viele Dinge geglaubt, aber es war wichtig. Ein Teil der Kultur, dass man miteinander geredet hat, und zwar parallel, nicht entweder oder. Ein Streit. Du sprachst doch gerade von den Technokraten, wo du eindeutig sagst, Bill Gates und die Silicon Valley-Typen, dass die sagten, okay, es ist eine begrenzte Welt, ich sterbe und vorher will ich versuchen, maschinell mit KI irgendwas zu machen. Fakt ist aber eins, dass Sokrates, sein Schüler Platon, an die Reinkarnation geglaubt haben. Verstehst du? Die sagten, es geht danach noch weiter. Dann kam Aristoteles, Schüler von Platon, der nicht. Dann kam das Entweder-Oder-Denken, da hat die Teilung begonnen. Verstehst du? Nicht das sowohl als auch, wie die Quantenphysiker Heisenberg, Bohr das gemacht. Und das ist das Problem, was ich sehe. Verstehst du, was ich meine? Wenn die so denken würden wie Sokrates, wie du, ich sehe dich ja als Sokrates an, dann wären sie entspannter. Warum muss ich denn alles probieren, um aus mir eine Maschine zu machen, oder? Genau das. Also ich glaube eben, aber man versucht ja jetzt zu sagen, okay, was man im Moment macht, es gibt ja auch einen Vortrag, der ist in West Point von der Militär 2008 gehalten worden. Es geht um Biohacking. Dass man auch Gedanken unsichtbar machen kann, dass man Gedächtnis löschen kann, dass Menschen, es gibt alles so, dass die kriegen was, ein Medikament, dann sind sie über mehrere Stunden, haben sie die Fähigkeit, in der Nacht so zu sehen wie Ratten. Das ist ja alles für Soldaten gut. Mhm. Aber die grundsätzlichen Fragen bei all denen ist ja eben, warum kann der Mensch die Natur nicht einfach so nehmen, wie sie ist? Warum interpretiert er, macht er die Erde untertan? Warum hat er keinen Respekt vor der Schöpfung? Warum erkennt er nicht in dem, was er sieht, eine unendliche Metapher? Und Gott lässt sich eben nicht in die Suppe spucken. Wenn die Welt digital gut wäre, wäre sie digital. Warum ist die Schöpfung, wie wir sie erleben, warum sind da Fehler? Warum gibt es, ich sage immer, nicht die Endamsel?
Das Leben ist ja nie fertig, weil das Leben ja immer weitermacht. Es verändert sich. Was soll uns das denn eigentlich sagen? Dass das Leben immer in Bewegung ist. Genau. Aber unsere Gesellschaft sagt, okay, diesen Fehler, dass wir immer nicht fertig, das müssen wir ausmerzen, weil das Dilemma ist ja immer, wenn wir eine Hochkultur haben, dann kann die oben nicht bleiben, dann kippt sie wieder um. Wenn wir das aufhalten könnten, dann können wir endlich oben bleiben. Aber was bedeutet das, wenn man fertig ist? Das bedeutet genau, was du sagst. Dann ist man fertig. Es gibt ja kein Fertig. Ja, aber ich meine, dann ist man wirklich, wie man dann sagt, du bist aber ganz schön fertig. Dann sind sie fertig, so, ja. Der Mensch wird immer etwas vorhaben. Das macht ihn aus. Das Wunder ist nur dann ein Wunder, wenn es ein Wunder bleibt. Wenn du den Zaubertrick erklärst, dann rockt er nicht mehr. Warum ist das so? Warum befinden wir uns in einer solchen Welt? Das sind ja alles sehr philosophische Fragen. Und was wir im Moment haben, sind überhaupt keine philosophischen Fragen. Es geht nur um Machbarkeit. So, wenn jemand heute noch stirbt, ist er selber schuld. Wir müssen morgen das Organ ausdrucken, dann geht es immer so weiter. Vielleicht will ich das gar nicht, weil der Garant, das macht mir auch Hoffnung, ist ja, man muss sich vorstellen, bin jetzt 55. Mhm. Ich werde nicht nochmal 55 Jahre alt werden. Aber man muss mir überlegen, ich müsste nochmal 150 Jahre mit diesen Schwachmaten leben, weil Bill Gates gibt es dann immer, Angela Merkel gibt es immer, Frau von der, will ich gar nicht. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. So, weil ich glaube, da kommt noch was danach. Und dann wird er sagen, brutal, ich war in einem abgefahrenen Video, ey, 2021, gute 3D-Grafik, alle sagen, hey, bist du wieder da und so. Ich habe da meine eigene Philosophie dazu. Das ist ja alles auch eine Dystopie, deswegen kann man mir auch gar keine Angst machen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sterbe. Es wäre aber viel schlimmer zu sagen, ich kann übrigens kontrollieren, ob du schubst. Das halte ich für sehr gefährlich. Wenn man es schaffen sollte, Leute dahingehend so zu digitalisieren, dass man den nicht mehr sterben lässt, das gibt es ja auch, dann hast du ein Problem, weil da kommst du hier nicht mehr weg. Und wie pervertiert Menschen schon sind, das kann man an 2, 3 Beispielen schon erkennen. Erstens, dass wir akzeptiert haben, Leihmütter. Krass. Das muss man sich mal reinziehen. Dass jemand anders Mütter kriegen lässt, natürlich gegen Geld und die dann nimmt, weil die Elite hat keine Zeit mehr dafür. Oder aber, dass wir es schon sehr früh in der Menschheit akzeptiert haben, dass ein Staat als Autorität sagt, übrigens, ich brauche deinen Sohn, ich würde ihn gerne auf dem Schlachtfeld verheizen. Das haben wir akzeptiert. Mhm. Und jetzt haben wir akzeptiert, ich möchte die Kinder eigentlich, wenn sie ein halbes Jahr, direkt in die Kita, da werden die dann quasi auch anders geimpft. Dass wir das akzeptieren. Das Stärkste, was es überhaupt gibt in der Gesellschaft, ist die Bindung zwischen Mutter und Kind. Absolut. Das haben wir so durchgebrochen. Und das heißt, der Wahnsinn, der hat ja schon viel früher angefangen. Und was wir heute vielleicht mal hinterfragen sollten, ist das, und die Entwicklung, in der wir uns befinden, was wir als Staat sehen, ist das noch Staat oder ist das Antistaat? Weil wer schützt uns vor einem Staat, der den Staat pervertiert? Wer schützt uns vor einer Autorität, die Autorität benutzt, um sie gegen den Bürger anzuwenden? Die Autorität des Staates und dass man das Gewaltmonopol den Staat gibt, soll vor einem Zugriff schützen, der willkürlich ist. Aber es ist genau willkürlich. Dann stimmt mit diesem Staat was nicht. Ich mag es, darüber zu philosophieren, wenn ich kurz einen Einwurf tätigen kann. Und zwar, ich habe auch so eine Phase manchmal, wo ich frustriert bin, wo ich sage, Mensch, das sieht erstmal von außen so aus, da war eine große Sache, da 1.8. und jetzt liegt es da. Und in deiner letzten Me, Myself, Media-Sendung, muss ich echt sagen, das war der Hammer, konnte ich mich voll mit dir identifizieren, weil du hast dir gesagt, in so einem Beisatz hast du gesagt, ich glaube, die Messlatte, die war zu hoch, hast du gesagt. Ist da was dran? Also für Deutsch, haben wir alle gehofft, dass die Menschen da draußen uns etwas besser verstehen? Ist das hoch gewesen oder nicht? Es geht immer weiter. Und wenn du dir anschaust, wer auch bei dir im Garten steht, das, worüber wir reden, ist das neu? Nein, uralt. Nein, vielleicht ist das, dass wir damit nie zu Ende werden. Vielleicht ist es so, dass jede Generation für das einstehen muss, was man gerne hätte. Und ich kann nur sagen, ich habe in den letzten Jahren dahingehend für mich gewonnen, dass ich immer weniger Angst habe. Weil ich hatte nie das Problem, dass ich Karriere machen wollte um jeden Preis. Ich habe einfach meinen Job gemacht. Er hat irgendwann gesagt, ist jetzt Karriere. Ich weiß nicht, ob das Karriere ist. Ich habe immer gemacht, das, was ich dachte, was ich wollte. Und wenn jemand das nicht haben wollte, habe ich die nicht gezwungen, Dinge zu machen. Das war immer alles freiwillig. Und vielleicht muss man sich davon trennen, zu glauben, Entschuldigung, das ist doch jetzt so super, da müsst ihr alle mitmachen. Vielleicht ist Evolution oder wie wir denken, vielleicht ist es eben keine Fernsehsendung, ZDF-Kochsendung, wo alles schon vorbereitet ist. Vielleicht kann man das nicht übernehmen. Vielleicht kann man diese Erfahrung, seine Angst zu überwinden, nicht übernehmen. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, komme ich auch. Vielleicht geht das eben nicht. Das muss jeder in seiner Nachbarschaft tun. Vielleicht war das von uns eine merkwürdige Annahme, dass wenn genügend Opinion-Leader auf die Bühne gehen, dass alle anderen das dann auch so fühlen. Vielleicht ist es viel revolutionärer, wenn jemand zu Hause ist und zu seinem Vater sagt, ich mache das jetzt nicht. Klar. Vielleicht ist das revolutionärer, statt ich mache das, was Papi von mir weiter sagt, weil ich will erben, aber ich gehe auf die Demo und sage, man müsste eigentlich was gegen diese Eltern tun. Weißt du, was hier? Darum geht es. Vorleben, immer vorleben. Und es geht darum, Gesicht zu zeigen. Und deswegen, ich bin nicht dahingehend enttäuscht, dass ich mir mehr erwartet hätte. Das ist längst vorbei, sondern ich finde es... Seit wann bist du so... Seit 1,5 Jahren. Meine Güte. Ja? Sondern für mich ist eben so, es ist erstaunlich, wie, das hat mir mal ein Kabarettist gesagt, der Mann, der den Raumschiff Orion die Musik geschrieben hat, der hat gesagt, es ist erstaunlich, wie viele Leute mit wie wenig Bildung glücklich sind. Und das ist die Wahrheit.
Das sagt aber ja, schon, dass, aber so. Das sagt schon, dass geistig sind, schlau sind die, die geistig arm sind. Ja? Reine intellektuelle Fähigkeiten nützen uns jetzt auch nichts. Das sehen wir an Frau von der Leyen, die ist bestimmt nicht dumm, aber die ist eben, verstehst du, die will immer, was soll ich als nächstes tun? Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die über die, die jetzt nicht meinen Weg gehen oder sich in die Öffentlichkeit stehen, irgendwie den Stab brechen. Ich habe nur Probleme damit, dass diejenigen, die immer von Demokratie faseln und von liberal faseln, auf die wenigen, die nicht mitspielen, zeigen, sagen, was machen die denn da? Ist das erlaubt und gegen die hetzen? Ja, aber wird es immer so bleiben? Also jetzt nochmal zurück zu Sokrates, sein Ende kennen wir. Gucken wir uns an Gandhi, gucken wir uns an Jesus. Thomas Sankara. Gucken wir uns Zwingli an aus der Schweiz, den Reformator, im Endeffekt sah ja nicht gut aus, sag mal, das Ende dieser Leute. Und das ist ja die Frage, ist jetzt irgendwie doch ein Bewusstseinswandel da? Gibt ja aber Leute, die sind der Meinung, ja, und es passiert ja was. Was ich mal lustig finde, wenn sie sagen, weil jetzt viele Leute natürlich ein bisschen vom Kopf stoßen, die dann sagen, ja, Donald Trump ist der neue Heilsbringer, kennst du ja selber, und es wird alles anders werden. Na, kennst du doch so, die wollen im Außen immer irgendwelche Leute haben, aber sie selber tun nichts. Verstehst du, dieses Warten im Außen auf irgendjemand, auf eine Art Messias, der kommt? Meine Erkenntnis, die ich aber schon vor 20 Jahren gewonnen habe und die bestätige ich immer wieder, du kannst jemanden von außen nicht auf ein Label heben, was er von innen nicht schon hat. Genau. Es hat keinen Sinn, hausieren zu gehen, aber alle großen Denker haben, du kannst dein weiteres spießiges, angstvolles Leben leben, ich glaube für dich. Das war auch nicht die Botschaft von Jesus Christus als historische Figur, sondern das musst du selber machen. So. Und auch ein Buddha hat ja streng genommen eigentlich nur rumgesessen, hat nichts gemacht. Was hat denn der damit verändert? So, diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Es ist 2 vor, 1 zurück, 2 vor, 1 zurück. Ich glaube, das lässt sich nicht aufhalten und wir sind historische Figuren. Was lässt sich nicht aufhalten? Dass die Menschen erkennen, dass man für die Freiheit etwas tun muss und dass Freiheit mit einem Risiko verbunden ist. Und dieses Risiko besteht darin anzuerkennen, dass man sterben wird und keine Angst davor zu haben. Okay, absolut. So, und das wird erst dann zum Risiko, wenn du versuchst, das zu leugnen. Dann bist du vom Tod überrascht. Ich als Motorradfahrer beschäftige mich jeden Tag mit dem Motorrad, wenn ich auf Motorrad steige, weil ich sehe Autofahrer, die down surfen. Das gehört dazu. Und, aber man muss kein Motorrad fahren, es reicht einfach, wenn man auf die Straße geht. Der Tod wird kommen. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, seit ich lebe, ich habe nie ein Leben gelebt, wo ich das, was ich noch machen wollte, vertagt habe. Ich habe nie Jobs gemacht im Sinne, das ist zwar eine scheiß Arbeit, aber das ist ein Job und dann habe ich ein ganz tolles Hobby und am Wochenende gehe ich surfen. Ich hatte immer einen Beruf, der von Berufung kommt. Ich würde das auch unentgeltlich, freiwillig machen. Deswegen sage ich nicht, noch durchhalten bis zur Rente und dann mache ich endlich, was ich, weil ich wollte ja immer als surfen gehen. So lebe ich eben nicht. Dass das heute der Luxus ist, dass wir heute die Lohnarbeit, die vollkommen entfremdete Lohnarbeit, als etwas als Standardmodell gewählt haben und nicht die Frage Menschen, die einen Beruf ausüben, der kommt ja von Berufung und braucht etwas Sinnhaftes. Es geht nicht nur um Geld, es sind nicht nur Ökonomen, sondern was will der Mensch, was macht ihn glücklich? Hast du ihn mal gefragt? Das sagte selbst Konfuzius, einer der drei großen Weisen Asiens damals, Berufung, wenn du deine Berufung gefunden hast, bist du glücklich. Genau, genau. Und das geht ist ja nicht neu, ist ja nicht neu, die Erkenntnis. So. Und wenn wir das mehr wieder in den Mittelpunkt stellen würden, dass es nämlich darum geht, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein, dann gehen wir weiter. Was wir natürlich auch sehen können, dass Leute wie Schwab oder auch hier Gates von ihrer Idee besessen sind. Das dürfen sie auch sein. Mhm. Aber dass sie die ganze Welt damit in Schach halten können und das praktisch aufoktroyieren, hat mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Weil niemand würde denen zuhören, wenn sie nicht so einflussreich wären. Wenn Bill Gates ein armer Schlucker wäre, dann würde er nicht in die Tagesthemen eingeladen. Das heißt, er lädt sich ja selber ein. Aber weil er kann sagen, was passieren soll. Und er kann es ja durchdrücken. Und zwar gegen jede Regierung. Wahnsinn. Und deswegen brauchen wir, das hört der Kapitalist gar nicht gerne, wir brauchen eine Reichtumsbegrenzung, weil politische Macht und ökonomische Macht haben miteinander zu tun. Und wenn du so viel Geld hast wie sie, kannst du einfach alles kaufen. Und diese einigen wenigen Leute haben einfach über die Weltgesundheitsorganisation die Welt okkupiert, weil sie die Regel über die ganze Welt bringen. Es geht genauso mit Klima. Wenn gar nichts, ich will gar nicht darüber diskutieren, ob der Mensch da mitmischt, sondern wenn jemand sagen kann, das ist die Spielregel und will das auf die gesamte Welt übertragen, dann gibt es einen mit viel Geld, der alles bestimmt. Und das ist eine geistige, politische, philosophische Monokultur. Das ist Monsanto im Kopf. Und da kann ich nur sagen, das geht eben nicht auf. Interessant ist aber eben nur, dass die sogenannte Bildungsschicht, die Menschen, die all die Werke von Rosa Luxemburg mit Marx gelesen haben, nicht erkennen, dass das, was wir im Moment erleben, der Kapitalismus in der Krise ist. Das ist ja Wahnsinn. Das, was wir vorher in den Banken gegeben haben, das holt sich jetzt die Pharmaindustrie. Es läuft aber in denselben Vermögensverwaltern auf. Es ist dasselbe. So. Und wer gewinnt am Ende der Krise? Bestimmt nicht der kleine Einzelhandel, sondern Amazon, die bekannten, Facebook und so weiter. Die üblichen Verdächtigen, die ja gar nicht Herrn Bezos und Herrn Zuckerberg gehören, sondern den Beteiligungsgesellschaften dahinter. Und den Leuten zu verkaufen, wenn das alles homogenisiert wird, wenn das alles globalisiert wird, dann wird das alles total viel besser. Das kommt mir ziemlich bekannt vor, das hatten wir schon mal. Das war die SED-Einheitspartei. Da waren alle total einer Meinung, alle hatten das Rote halt so, alles war total super. War es wirklich super?
Das war eine gute, man hat geglaubt, so ginge es. Aber irgendwas hat da nicht funktioniert. Und ich würde diesen Leuten mal zuhören. Ich verstehe das schon, dass man es gerne einfacher hätte. So ein bisschen die, bei die, leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Aber das Leben ist die Details. Du kannst die Erfahrung, die du machen möchtest, nicht ersparen, indem du sagst, ich habe ein Update geladen, eine App geladen. Und das ist das Grundsätzliche. Menschen haben komplett verlernt, auf ihre Intuition zu hören. Mhm. Nur wenn man sich den Menschen mal anguckt, in seiner Physiognomie, wie viel Fleisch sollte der Mensch essen? Guck dir seine Zähne an, was da an Reißzähnen anteilig ist, darf er Fleisch essen. Aber der Mensch kommt ja auch nicht als intellektuelles Wesen auf den Planeten. Er kommt als ein Bündel auf den Planeten, als Kleinkind. Das besteht nur aus Emotionen. Und heute lernen wir ganz schnell in der Schule, dass man die Emotionen in den Griff bekommen haben muss. Aber das sind ja 9/10 unseres Bewusstseins, müssen wir in den Griff bekommen. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht, dass der Mensch sich in den Griff bekommen muss. Das heißt, was bedeuten deine Emotionen? Was macht das mit dir? Wir sind viel mehr Emotionen, als dass wir intellektuell sind. Aber es wird überbewertet. Wir hören einem Herrn Precht zu, weil was der für schlaue Sachen sagt, im Grunde zitiert er nur andere. Das ist das, was der macht. Ja? Aber wir sollten uns, glaube ich, viel mehr mit Kindern im Kindergarten oder im Sandkasten beschäftigen, was die machen. Ich habe 3 Kinder und ich habe festgestellt, über was freuen die sich am meisten? Über ein hochwertiges Geschenk, was jetzt alle haben wollen, oder über die Verpackung? Die spielen länger mit dem Karton, weil sie kreativ sind. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Es gibt mehr Nervenverbindung vom Herz zum Gehirn als umgedreht. Das die ist Verbindung, die Herzenergie, die uns ausmacht. Ja. Wo steht Ken Jebsen nächstes Jahr? Ken FM, wie sind die Planungen? Willst du darüber reden oder nicht? Sehr gerne möchte ich darüber reden. Also für mich ist es so, ich habe Ken FM angefangen 2001 im April als Arbeitstitel. Da sollte ein Sendungsname her und dann kam immer keiner. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt mal einen Ken FM. Und zwar nur, weil sich das phonetisch reimt, weil ich heiße ja gar nicht Ken. Reimt sich Ken FM, Frequenz reimt sich. Haben wir viele Trailer gemacht, Nachdenken, Rückblicken, Einschenken. Wir hatten da ganz viele Sachen mit Ken, hat sich irgendwie ergeben. Klinik Ken, Krankengeschichten und so. Das blieb dann so wie Kika, war auch nur ein Arbeitstitel, blieb dann Kika. 2011 war dann Feierabend, 2012 haben wir das mitgenommen, haben erst Ken FM gemacht und dann Ken FM und dann ein Portal gemacht, was sehr viel Videos macht, Sendungen macht, aber heute als sehr starkes Podcast-Portal auch bekannt geworden ist, weil sehr viele Portale, die Text machen, da geben wir die Möglichkeit, dass wir das professionell produzieren und auch Podcast machen. Aber ich habe das schon angekündigt, in diesem Jahr wird es noch eine große Transformation geben, es wird nämlich Ken FM ohne Ken geben. Das heißt, ich werde mich aus dem Portal KenFM dahingehend zurückziehen, dass ich ja das, was ich von den anderen immer erwarte, nämlich lass doch mal los, dass ich jetzt mal zeige, wie das geht. Ich zeige jetzt mal, wie das geht. Also ich sage ja, Bill Gates hat sicherlich eine Vision, wie man die Welt retten kann, aber überlass das doch mal den anderen. Warum ist das alles so vorgekommen? Wir müssen den Scheiß fressen. Ich, auch Angela Merkel, wir haben 4 Amtszeiten. Ich glaube, dass wir das machen sollten, was in den USA passiert. Nach 2 Amtszeiten sollte Schluss sein. Bin ich dafür. War ja auch mal so geplant. Ja, hat man dann das Amt des Bundespräsidenten geschaffen, damit das eben nicht passiert. Da sind wir bei Adenauer. Egal. Ich bin der Meinung, dass wir Folgendes, dass ich, habe mich entschlossen, mich aus KenFM dahingehend zurückzuziehen, dass ich gesagt habe, wir haben ein Portal geschaffen. Da ging es vor allem um eins, dass die unterschiedlichsten Autoren zu Wort kommen. Wir haben 40 Autoren, mehr mal weniger. Und die haben auch unterschiedliche Meinungen, die mögen sie oft auch nicht. Also ich erinnere zum Beispiel an lange Dispute zwischen Susanne Bonert und Rainer Rupp, die sich nicht einig waren, zu welchem Thema auch immer. Trotzdem haben die sich gekloppt. Und das muss möglich sein. Klar. So. Und ja, aber warum dürfen die? Ich wollte immer eine Zeitung haben, es gab es früher auch, wo in demselben selben Blatt ein Pro und Contra stattfindet, dass man nicht das Blatt wechseln muss. Normal. So. Und es gab dann Leute, die zum Beispiel gesagt haben, durch die Reichweite würde ich, wenn ich einen Kommentar veröffentliche, der als Kommentar gedacht war, wie zum Beispiel das Joker-Video, ist ja ein klarer Kommentar, künstlerisch aufbereitet, da würde ich ja praktisch die Reichweite missbrauchen. Das ist natürlich ein absurder Vorwurf, weil ich selber schon damals und heute erst recht sehr wenig publiziere. 90% sind andere Autoren, weil es geht um die anderen. Es geht nicht um Augstein beim Spiegel oder beim Freitag, sondern darum, dass er den Freitag als Möglichkeit hat, um zu publizieren. Gut. Aber, das ist also ein Grund, dass ich sage, okay, ich habe lang genug, ich will mir das nicht mehr anhören. Aber ein wesentlicher Punkt ist ja, um es mal mit der Formel 1 zu vergleichen, ich fahre seit 20 Jahren Rennen. Ich sitze im Formel 1-Wagen, 20 Jahre lang. Ich bin jetzt 55. Ich finanziere den Laden dahingehend, dass ich mich um das ganze Crowdfunding kümmere. Ich bin an der Box, ich bin beim Ingenieur. Tag und Nacht, nach einer Saison kommt die nächste Saison. Ich muss jetzt mal Platz machen für die nächste Fahrergeneration. Schön. Weil es geht um deren Zukunft. Erstens hat man mit 55 schon alles gerissen. Ich fahre jetzt nur noch Klassikrennen. Aber ich glaube auch daran, dass das, was wir publiziert haben, auch dass ein Schwab, eine Merkel, ein Gates, lass doch mal los und übergib doch das Portal an die, denen es eh gehört. Es gehört der Crowd, die es finanziert, und der Redaktion. Und ich glaube daran, dass das, was wir in den Jahren gezeigt haben, dass das auch nach mir nachwirkt. Denn bei uns gibt es auch eine Ewigkeitsklausel, die genau wie im Grundgesetz. Wir werden niemals für den Krieg schreiben. Das ist alles. Wir werden niemals sagen, Krieg ist ein Mittel der Politik, ist in Ordnung. Das werden wir nie tun. Das haben alle unterzeichnet. Und ich glaube, dass wenn ich nicht mehr dort publiziere,
dass man plötzlich nicht das Ende sagt, plötzlich machen die Werbung für NATO-Politik und trommeln für einen Krieg gegen Russland. Glaube ich nicht. Aber ich glaube daran, dass die nächste Generation, es wird neue Gesichter geben, die alte Formate übernehmen, dass die dann auch Leute vor die Flinte bekommen, die ihr Alter sind, also 35, 25. Okay, guck dir doch Queen an. Das ist ja nur ein Beispiel. Freddie Mercury ging weg. Die haben probiert weiterzumachen, haben sie mal George Michael kurz vorne hingestellt. Das war's dann aber. Das stimmt, aber wir sind erstens keine Band, sondern guck dir an, Apple. Steve Jobs ist nicht mehr da. Mhm. Apple gibt es trotzdem noch. Jetzt kann man sagen, es hat sich verändert, aber Apple gibt es immer noch. Und okay, wir sind keine Popband. Wenn wir eine Pop, diese Frage kann sich vielleicht stellen, Mateschitz, Chef von Red Bull, wenn der da aussteigt, was bleibt übrig? Der versucht, das ist immer so. Man muss das Patriarchenproblem, wer soll die Firma übernehmen, das muss man dahingehend vorbereiten nach dem Motto, vertraust du in die Generation, die dazugekommen ist und übergibst du denen das und dann misch dich nicht mehr ein. Und ich kann nur sagen, es ist wie, ich habe Kinder, die sind zum Teil im heiratsfähigen Alter. Ich kann in deren Leben nicht mehr mitbestimmen, nachdem ich sage, du musst, die nämlich über 18. Das heißt, wenn meine Tochter oder mein Sohn das und das machen möchte und sich von mir einen Rat holt, dann gebe ich den gerne. Aber ich komme nicht da und sage, das mach mal dies. Mhm. So, nein, wenn sich ein Rat holt, kann ich sagen, so würde ich es machen. Und damit sie es dann so machen, und damit weiß ich nicht. Damit geht es weiter, weil die Frage, die sich ja viele stellen, ist ja die, ihr habt ja die Aufsichtsbehörden am Hintern quasi dran. Ja. Und es wird nicht besser, sondern schlechter. Also unsere eigene Heiko-Schrang-App wurde abgeschaltet, neue Meldung vor 2 Tagen, Android, PayPal gibt es auch nicht mehr bei uns, Facebook auch nicht. Das nimmt ja immer mehr zu. Wie wollt ihr euch trotzdem aufstellen, nicht, dass da auch wieder alles verboten wird? Habt ihr da eine Lösung? Natürlich haben wir eine Lösung. Also erstens wird das Portal einen neuen Namen bekommen, um da auch, ich habe es schon mal genannt, wenn wir jetzt Apolut nennen. Apolut ist einfach ein Fantasienamen und da wird es Inhalte, Programme geben, die, da möchte ich nochmal dann appellieren, genauso durch die Crowd finanziert werden sollten, wie das bisher der Fall war. Es ging ja darum, das habe ich immer gesagt, es geht um die Vielfalt. Und ich habe es ja gemerkt, ich war im letzten halben Jahr sehr viel off und habe mich um Hintergrunddinge gekümmert, um mich selber gekümmert und genetzwerkt, habe also wenig publiziert, hat die Unterstützung nachgelassen, im Gegenteil. Und da habe ich verstanden und auch gemerkt, das funktioniert. Die Leute verstehen, dass es nicht darum geht, dass ich jeden zweiten Tag publiziere, sondern wir haben so viele tolle Autoren, so viele Beiträge, darum geht es. Ab und zu komme auch ich, sonst kriegt man ja irgendwann eine Überdosis. Das ist ja auch Quatsch. Sondern natürlich ist es so, dass ich nicht vom Markt weg bin, sondern ich werde meinen eigenen Kanal gründen. Habe ich schon. Meinen eigenen Kanal und auf dem werde ich vor allem philosophische Gespräche führen. Ja. Da reden wir dann über das, was uns wirklich interessiert. Also was hat er sich eigentlich ausgedacht? Was sind unsere Erfahrungen? Schön. Ja, so. Wie gehen wir mit dem Tod, mit dem Leben um? Was haben wir für Zweifel? Und hält man sich mit Drewermann, mit Geistlichen, mit Leuten, wo man sagt, wow, wer ist er? Ich weiß nicht, wer er ist. Ich habe ihn auf der Straße genommen. Er hat irgendwas, ein Mönch. Einfach super. Oder eine einfache Bauersfrau, die einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen super. Hat. Das sind die Leute. Das werde ich machen. Und ich glaube, dass das auch nach dem, was ich die ganzen Jahre gemacht habe, das ist, was fehlt. Ich kann nicht noch mehr über die NATO reden. Super. Noch mehr über Geldpolitik, über Frau von der Leyen's Frisur. Diesen ganzen, oder was Maskolo sich gerade ausdenkt. Das ist ja irgendwann auch langweilig. Trotzdem muss es die politische Berichterstattung, die tagespolitische Berichterstattung geben, weil immer wieder neue Leute aufwachen und dazukommen. Genau. Das macht eine gute Redaktion aus. Und das ist das, was ich glaube, was wir schaffen können. Ich sage, das ist dann praktisch mein Lebenswerk. Ich übergebe die Möglichkeit, frei zu publizieren, weiterhin an die Crowd und weiterhin an die Redaktion. Ich glaube, dass die das zu schätzen wissen und das werden wir verteidigen. Wie machen wir das digital? Solange wir über kontrollierte, private Silicon Valley Medien kommunizieren, also Facebook, Twitter, Schnick, Schnack, Schnuck, wird das nichts. Auch Telegram wird irgendwann eine Frage, das kaufe ich. Wir brauchen etwas Eigenes. Und ich kann nur sagen, es ist genau wie mit dem Bitcoin. Der Bitcoin wurde nicht von einer Regierung erdacht, sondern von einer Privatperson. Und wir arbeiten an einem Netzwerk, nicht nur wir, sondern viele. Und da sind inzwischen ganz viele Menschen im Verbund, die sagen, okay, wie kriegen wir das gewuppt? Super. Die Jungs, die heute in Silicon Valley den dicken Maxen machen, haben sich irgendwann getroffen. Es gibt ja auch dieses Bild, wo bei Barack Obama sie alle sitzen und haben Standards verabredet. Das können wir heute auch. Es geht darum zu verstehen, dass wir uns organisieren müssen. Wir sind organisiert und wir haben heute die Möglichkeit, durch auch Kryptotechnologie Server aufzulegen und Apps zu konfigurieren. Die kannst du gar nicht mehr beim Google-Shop rausschmeißen, weil die dir gar nicht sehen. Das kannst du. Und es geht nur darum, ob du etwas schaffst. Schaffst du es, Menschen, die gar nicht publizieren, die aber Interesse haben an freier Presse, weil sie wissen, ohne freie Informationen gibt es auch keine freie Wirtschaft, mit ins Boot zu holen. Also gibt es in Deutschland und im deutschsprachigen Raum genügend selbstständige Unternehmer, die bereit sind, ein solches Portal zu finanzieren? Und die Antwort lautet ja. Super. Und das ist der Grund, ist, glaube ich, die Kernbotschaft auch, dass wir an die Leute was Positives raussenden. Also das meine ich von mit dem Tunnel, an den du nicht glaubst, aber zumindest Licht, was dort vorhanden ist, dass da was kommt. Wir haben immer so eine kleine Schlussbotschaft am Ende unseres Formats. Möchtest du erstmal, kann ich nur sagen, alles Gute für dein Projekt und ist auch die Botschaft, dass wir zusammen hier sitzen. Ja, also viele Leute werden auch Hoffnung dadurch haben, dass wir reden miteinander überhaupt.
Und was ist die Schlussbotschaft an unsere Zuschauer, die dich ja wahrscheinlich alle kennen? Möchtest du dir noch was mit auf den Weg geben? Was ich dir auf den Weg geben möchte, wir haben ja vor einem Jahr schon angekündigt, dass wir eine analoge Begegnungsstätte haben wollen. Apollo. In Brandenburg war das ja, auch. Ja, so. Das ist auch nicht in Brandenburg, das wird jetzt im deutschsprachigen Ausland sein, das ist nicht die Schweiz. Wir haben bereits das Gelände dazu. Wir haben auch das Gebäude schon auf dem Papier konzipiert. Wir haben auch schon eine stattliche Summe dazu gesammelt, aber uns fehlen da noch ein paar Millionen. Wir werden dieses Gebäude errichten, wie eine Arche, als ein Symbol. Und das ist ein Raum, wo wir alle alternativen Medien, unabhängigen Medien einladen, sich an dieser Crowdfunding-Sachen zu beteiligen und aber auch ein Raum, wo sie sich begegnen. Weil der Mensch, wir sehen es jetzt gerade beim Homeoffice, der muss sich begegnen. Was wir nicht brauchen, ist, dass Menschen sagen, okay, ich möchte gerne dort gärtnern, ich möchte dort gerne kochen. Erst muss das Gebäude stehen, weil wir sind keine Kommune. Wir sind ein Gebäude, wo Menschen anfangen können, sich zu treffen. Und wir bieten an, dass wir das medial begleiten, indem wir das filmen. Das muss aber nicht sein, aber wo sie sich einfach treffen können. Im Moment ist es ja so, es wird ja schwierig für unabhängige Medien, eine Halle zu mieten, um sich zu treffen. So. Und das soll ein Ort sein, wo man sagen kann, ich würde gerne mal eine Messe machen zum Thema, was kann man im Bereich Biogemüse machen? Wie kann man modern sich ernähren? Muss man, wenn man Krebs hat, automatisch Chemotherapie oder gibt es noch andere Möglichkeiten? All diese Dinge. Ja? Es ist auch ein Ort, wo ich den großen Wunsch habe, Menschen aller Glaubensrichtung zusammenzubringen, sagen, Entschuldigung, müssen wir uns eigentlich die Fresse polieren oder glauben wir nicht an dasselbe? Das würde ich gerne machen. Super. Ja? So, das würde ich gerne machen. Und es ist natürlich ein Gebäude, was natürlich aus Vollholz gebaut ist. Da wird kein Stück Beton sein. Es wird auch komplett energieautark sein, da wird kein Öl reinfließen. Das geht ja alles. Und das geht eben nur, weil die Community sagt, können wir nicht ein solches Symbol erstellen? Man unterstützt uns da. Die Leute spenden ja weiterhin an KenFM. Das, was da an Überhang ist, die posten ja auch immer, hier schreiben sie dann eben Campus, das überweisen wir auf unser Campus-Konto. Da wird es gespart. Und ich glaube einfach daran, dass wir das hinbekommen werden. Vielleicht brauchen wir ein paar Jahre. Das ist mir egal. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, nein, das hat ja der Tagesspiegel gesagt. Der Tagesspiegel hat, nachdem ich beim RBB nicht mehr senden durfte, gesagt, Herr Jepsen, haben Sie nicht Angst, dass Sie vergessen werden? Er hat gesagt, nein, ich habe ja kein Berufsverbot. Wenn man sieht, was daraus geworden ist. Mhm, also der RBB hat mir verboten, Fahrrad zu fahren. Dann habe ich angefangen, Kampfjets zu bauen. Jetzt wollen mir verschiedene Behörden sagen, keine Kampfjets mehr. Dann werden wir eine ISS bauen, eine Raumstation. Und ich glaube, die Zeit ist einfach überfällig. Und was wir auch machen werden, ist, wir sind ja nicht nur national, sondern sogar international sehr, sehr gut vernetzt. Weil KenFM ist auf dem gesamten europäischen Markt bereits aktiv, aber nicht unter KenFM. Wir unterstützen andere. Es gibt 5 Sterne, es gibt Gelbwesten, es gibt das überall. Da gibt es sehr viele kluge Leute, wo auch dort sind wir technisch beratend. Weil ich glaube, es wird Zeit für ein demokratisches Erwachen. Und welche Gefahr das System, das Geldsystem, was ja agiert und im Moment von der Wall Street Richtung Silicon Valley switcht, welche Gefahr Sie in dieser globalen Demokratiebewegung sehen, kann man daran erkennen, dass Sie im Grunde so kleine Fische, wie wir das ja eigentlich sind, dass Sie so vehement draufschlagen. Wie geht denen der Arsch auf Grundeis? Wie stehen Sie auf tönernen Füßen? Und deswegen ist es so, wir werden weitermachen. Was da mit mir passiert, das kann ich nicht sagen, aber du wirst es nicht aufhalten können. Und alle, die man versucht, auf andere Weise abzuschalten, hat man das verhindert? Nicht. Hat man das, was Sankara machen wollte, verhindert? Ebinat hat verhindert. Hat man es geschafft, indem man Rosa Parks anging, dass man die Rassentrennung weiterstand? Es ging eben nicht. Es wird nicht funktionieren. Am Ende wird sich die Freiheit durchsetzen. Am Ende gewinnt das Licht. Wir sind verbunden, alle im Licht. Ken, vielen Dank für das tolle Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch für das tolle Gespräch heute mit Ken Jepsen. Bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV. Euer Heiko.